Oh yeah, Elektroschrott. Oh Baby, ein Quickie. Ich hab nur ein bisschen gebastelt und ich hab's gefilmt. Projekt Weltherrschaft, Experimentiertag 1. Ich denke, ich werde meinen Killer-Laser-Haie. Naja, vielleicht experimentiere ich erstmal damit, wie ich diesen Fototransistor Osram SFH300, wie ich mit dem und einem von diesen fantastischen chinesischen Lasermodulen hier, wie ich damit irgendwas Verrücktes machen kann. Das Setup, das ich hier habe, ist relativ einfach. Wir haben den Fototransistor, wir haben einen 1K-Widerstand. Der Fototransistor geht mit seinem einen Beinchen direkt auf Plus. Der 1K-Widerstand geht auf Masse. Der Experte erkennt hier sowas wie einen Spannungsteiler. Und auf dem Multimeter sehen wir, dass momentan hier im Halbschatten eine Spannung von 0,3 Volt anliegt. Wenn ich den hier direkt ins Sonnenlicht bewege, na, kriegen wir 1,6 Volt. Richtig interessant wird es aber, wenn ich meine fiese kleine chinesische Laserdiode anwerfe. Wenn ich die da nämlich drauf halte, dann kriegen wir gleich 4,3. Ich glaube, damit lässt sich eine ganz ordentliche Lichtschranke bauen. Oder natürlich irgendwas mit Haien und Lasern am Kopf. Schauen wir mal. Tag 1, Nachtrag. Ich kann einfach nicht verheimlichen, dass ich ein Software-Muckel bin. Wir Software-Muckel haben ja immer diesen Trieb zur Modularisierung, deswegen habe ich mir hier ein Sensormodul gebaut. Dieses Sensormodul besteht letztendlich nur aus dem 1K-Spannungsteiler mit dem Fototransistor, den ich hier in so ein schwarzes Röhrchen aus einem Kugelschreiber reingebaut habe. Der Kugelschreiber musste leiden. Ha, Säge, sage ich nur. Und so einem gewinkelten PSK-Stecker von Reichelt. So, dass das ganze Ding was ist, was man als Lichtsensor, Lichtschrankenmodul irgendwohin verbauen kann. Wer glaubt schon irgendwas ohne Beweis? Ich nicht. Und deswegen beweise ich jetzt, und zwar mit dem Oszilloskop, das da hinten steht. Das ist so eingestellt, dass es die hier aufgebaute Lichtschrankenstrecke, Laserdiode, Sensor, überprüft. Und dann schauen wir einfach mal, wenn ich hier so mal kurz unterbreche. Zap. Dann kriegen wir hier hinten ein wunderbares Signal. Und ja, wir haben da ganz ordentliche Flanken. Wir haben einen eindeutig erkennbaren Abfall. Und wenn ich mir das anschaue, 2 Millisekunden ungefähr hat jetzt der Impuls gedauert. Ich glaube, da können wir sogar noch ein bisschen schneller. Sollte für die Lichtschranke, die ich hier vorhabe, durchaus reichen. Cool. Brauche ich doch keine Haie. Jetzt mal ganz konkret. Was hat der Dicke da gebaut? Ganz einfache Kiste. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben hier unsere plus 5 Volt. Ja. Und dann kommt hier unser Fototransistor. Wenn das mich nicht ganz täuscht, müsste das Schaltbild so aussehen dafür. Ja. Und hier unten kommt ein Widerstand. Da habe ich 1K genommen. Und der geht da auf Masse. Und hier greife ich einfach mein Signal ab. Das ist alles. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier eigentlich so eine Common Collector Verstärkerschaltung, weil es ja ein Transistor ist und so ein Gedönse. Aber der Einfachheit halber kann der Anfänger-Elektroniker annehmen, dass es einfach ein Spannungsteiler ist und das Ding sich hier genauso verhält wie so ein Fotowiderstand. Kommt aufs Gleiche raus, was interessiert mich, ob es korrekt ausgedrückt ist. So, das Ding habe ich in Dingens eingebaut und damit mache ich Dingens und das wird dann Gelache. Bis dann.